Denke, das wird noch irgendwann mal wichtig sein. Wir werden uns dran erinnern. Mist, der hat doch gesagt, wir sollten auf den Rücken aufpassen. So, versuchen wir es mit dem. Hey, hey, hey. Den Antwort nochmal. Also, was ist Ha? Ein ehrenwerter Kaufmann. Ist ein ehrenwerter Kaufmann. Hm. Welche Tiere schätzt der? Geld. Harm liebt Geld. Ja. Wie heißt das in der Schmugglersprache? Kann Arauken nicht mal seine Boten ordentlich einweisen? Verschwinde, Rotznase. Verdammt. Und lern, wie man als ehrbarer Schmuggler zu reden hat. Ja, das war ja nicht sehr toll. Da müssen wir nochmal zurück. Wir reden nochmal mit ihm. Eine Knochenschnitt, die hält einig. Interesse? Was? Kennst du das? Ob ich das? Das würde mir zuerst über. Haha, sehr gut. Du bringst mir die Schmugglersprache bei? Ah, und ja. Ich gebe dir den Molch. Einverstanden. Zeig her. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ja, er ist wirklich wunderschön. Und jetzt zur Schmugglersprache. Also gut. Ich habe hier einen Zettel. Da sind die wichtigsten Schmugglerbegriffe draufgemalt. Du musst sie nur noch richtig deuten. Wenn das nur ein wertloser Fetzen ist. Was dann? Jetzt nimm schon. Bis später. Gib auf deinen Rücken. Ach du Schande. Stein ist gleich Zwerg. Ein Mensch kauert in der Höhle ist ein Hase. Ach du Scheiße. Schmetterlinge sind ist Geld. Das merke ich mir niemals alles. Ich hoffe, wir können spicken. Oder es nochmal versuchen. Das ist scheinbar sehr vergesslich. Hey, hey, hey. Harm muss die Beruf also. Ehrenwerter Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Hm, sehr. Welche Tiere? Motten. Harm liebt Motten. Viele Motten. Ja, genau. Letzte Frage. Welchen Wein trinkt der ehrenwerte Harm am liebsten? Roter Gieron wird falsch sein. Trinkt alles. Brandwein wird auch falsch sein. Das ist so. Nein. Froschwein? Froschwein. Harm trinkt nichts als Froschwein. Ja. Klarer Froschwein, klarer Kopf. Dann lass mich jetzt endlich zu ihm. Die Nachricht ist wichtig. Ja. Das war Ausschlussverfahren. Das war das. Bekommst du wieder, wenn du rauskommst. Dann zieh mal blank die Taschen. Als ob das geklappt hat. Okay, da haben wir den guten Händler. Ein Bote, ehrenwerter Harm. Er hat eine Nachricht von Arauken für euch. Lass ihn rein. Gib auf deine Worte acht. Kleiner. Arauken schickt dich also. Komm näher. Ich will dich im Blick haben. Du stinkst, als hättest du wochenlang in der Wildnis gehaust. Ich ist auch kann so. Mir das Badehaus nicht leisten, ehrenwerter Kaufmann. Götter, wie rührend ist die Provinz. Was starrst du so? Ist dir dein kleines Makrelenhirn ins Gedärm gerutscht? Oder stimmt etwas mit meiner Haut nicht? Es muss das Makrelenhirn sein. Eure Haut ist makellos. Ein kleiner Rat, Gretenfresser. Halt mich nicht zum Narren. Niemals. Hast du verstanden? Du musst blind sein, wenn du nicht siehst, dass ich krank bin. Bist du blind? Ich wollte nur höflich sein. Wie heißt du? Geron. Warum trägst du deinen Anker nicht, Geron? Mein Anker wurde gestohlen. Ich wurde überfallen. Wundervoll.
Arauken hat mir einen Dummkopf geschickt. Davon weiß ich nichts. Also schön, gib mir die Nachricht. Ha! Die Walfänger wollen noch diese Nacht angreifen? Haben sie nicht gelernt, dass man sterbende Wölfe schlafen lässt? Sollen sie kommen? Das Prisma gehört mir! Geron, warum habe ich dich bei Arauken noch nie gesehen? Das brauchen wir. Arauken hat mich neu eingestellt. Das hier ist meine erste Aufgabe. Dann erkläre ich dir jetzt die Spielregeln, Geron. Siehst du die Handarmbrust hinter mir? Eine falsche Bewegung und es war deine letzte. Ein unbedachtes Wort und deine Kehle ziert ein Bolzen. Versuch mich zu bestehlen und du wirst gegen die Pforte des Totenreiches pochen und um Einlass betteln. Meine Hand mag zittern, aber auf diese Entfernung treffe ich die Läuse auf deinem Kopf. Glaub mir, Neuling, das Leben ist zu kurz, um mit dem Feuer zu spielen. Das Glück ist eine Laune. Lass uns das Prisma klauen. Warum wollen die Walfänger dieses Prisma von euch rauben? Es ist der Schlüssel zu einer neuen Welt. Eine Welt des Lichts. Eine Welt der Heilung. Und mehr musst du nicht wissen. Ja. Habt ihr kein Mittel gegen den Ausschlag? Lebertran. Die jüngste Wunderkur der Quacksalber. Verzweifelte Hoffnung ist das Brot der Todgeweihten, nehme ich an. Mach dich nützlich und hol meine Flasche aus der Anrichte. Ja. Steht etwas Schlimmes in der Nachricht? Was geht dich das an? Kann ich sonst noch etwas tun? Halte dich in der Nähe, bis meine Antwort an Arauken fertig ist. Wenn du durch diese Tür trittst, wird mein Wächter dich durchsuchen. Also lass deine verdreckten Finger von meinen Schätzen. Ach ja. Dann werden wir wohl das Fenster rausmessen. Sein erster Träger hat ein volllautes Maul. Jetzt braucht er ihn nicht mehr. Diese außergewöhnlichen Steinfiguren, die ihr verkauft, wer stellt die her? Ein außergewöhnlicher Freund. Verstehe. Ruf mir, wenn ihr mich braucht. Okay, können wir hier irgendwas mitnehmen? Das Fenster können wir öffnen. Soll ich das Fenster aufmachen? Die Luft wird eurer Haut gut tun. Tu, was du nicht lassen kannst. Wundervoll. Gröhlende Torwaller. Ich hasse den Norden. So, hier haben wir noch ein Fenster. Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie hin. Hatten wir schon. Na, das Fenster offen ist, können wir da vielleicht hinaus. Durchs Fenster oder hinein. Eine Kerze. Schon geklaut hier. Wir müssen halt durchs Fenster raus, wenn wir hier das Geklaute mitnehmen wollen. An der Klappe sind Warnglöckchen. Hinterhältig. Okay, vielleicht können wir irgendwie die Warnglöckchen jemand Feuerstein, vielleicht können wir ohne brennende Kerze. Ach, vielleicht haben wir sie ja schon. Brennende Kerze, mein Winter, wer kennt's nicht? Wenn ich die Warnglöckchen mit Wachs vollgieße, klingeln sie nicht mehr. Das war die Idee. Abgeschlossen. Fremd, wir machen Schlüssel. Kein verräterisches Klingeln mehr. Wo kriegen wir die? Abgeschlossen. Kriegen wir einen Schlüssel dazu her? Ja. Mini-Anker vielleicht? Hat doch nichts. Vielleicht können wir irgendwie. Wozu? Wozu denn? Besser nicht. Ach was. Natürlich. Vielleicht mit dem Messer irgendwie aufkriegen. Oder mit dem Haken.
Die Truhe aufzubrechen macht Lärm. Und ich möchte nicht tot aus dem Fluss gezogen werden. Meine Magie ist zu schwach, um ein Schloss zu knacken. Habe ich alles schon versucht. Leider dachte ich mir das. Sowas. Vielleicht. Euer Lebertran. Danke. Können wir ihm irgendwie den Schlüssel wegnehmen oder so? Ich fürchte, nein. Wozu noch mehr Schaden? Ich muss mich zusammenreißen. Okay, wir können so nicht nach draußen, sonst werden wir aufkriegen, weil wir das Zeug noch bei uns haben. Wir können es auch mal versuchen. Besser nicht. Erstmal das zurückstellen. Ah, wir können nach oben. Können wir das Boot runterlassen. Sehr schön, das können wir später gebrauchen. Können wir das Bellboot noch ein bisschen weiter runterlassen? Ah, sehr schön. Nein. Verdammt. So, erstmal nach unten. So, und dann schätze ich mal runter vom Boot. Ja. Und nun? Den Entenhaken haben wir dort schon, den können wir nicht. Können wir einen anderen Haken hier? Können wir vielleicht, was auch immer das bringen soll. Oh, okay. Dann mit einem Seil hier das Boot festbinden oder? Ich bin ideenlos. Netz dran hängen. Keine üble Idee, aber dieses Fischernetz ist. Okay. Und was ranhängen dort an den Eimer vielleicht? Aber was soll es bringen? So viel Fiebertraumschnaps getrunken? Wenigstens stehe ich nicht stundenlang im Regen herum. Ja, vielleicht hat ja die hier. Gibt's hier irgendwie ein Ding? Na, lass doch wenigstens das Pulver weg! Das juckt in der Wunde, als hätte ich die Zwergenpocken! Ei, was, Kindchen? Pülverchen regt Heilung an. Wickeln. Von Heilung hat sie gesprochen, vielleicht. Ist Mittelchen von Minkas alter Mume. Aber es brennt! Na? Können wir das Pulver mal haben? Kannst du mir etwas von dem Pulver geben? Bist verletzt, Kindchen? Können wir uns bei dem einschleimen? Siehst ganz Biene aus. Mein Pulverchen ist nur für Verletzte. Okay, wir müssen uns verletzen. Kann ich wenigstens einen von den verbrauchten Verbänden haben? Auf keinen Fall! Wer weiß, was er damit anstellt. Am Ende bringt das zu einem Druiden und verflucht mich damit. Ich kenne aber keinen Druiden. Sicher ist sicher. Darum wirft Minka alte Verbände immer gleich hinaus ins Meer. Na toll. Umweltverschmutzer auch noch. Kann ich wen? Auf keinen Fall. Wer weiß, was er am Ende bringt. Ich kenne aber kein... Sicher ist... Darum wirft... Dann lasse ich dich... Biene.
Okay, okay, wir müssen die alten Verbände aus dem Meer fischen. Wie lecker. Ah, sehr schön. Der Eimer, da fängt der Eimer hier. Das Zeug juckt tatsächlich. Bandage mit juckendem Pulver. So, jetzt können wir hier. Jetzt können wir schon zum Chef rein. Und sie ein bisschen juckendes Pulver auf die Schulter legen. So wie die Botin gezetert hat, hat dieses Zeug in ihrer Wunde fürchterlich gebrannt. Ja, vielleicht können wir ihn damit ablenken. So wie die. Tja, oder auch nicht. Ja, vielleicht können wir ihm das irgendwie ins Getränk mischen oder so. Noch etwas Lebertran? Ja, was soll's. Wollen wir Kombiniere. doch einmal sehen, wie heilkräftig dieses Jodmittel wirklich ist. Lebertran mit juckendem Pulver. Na dann, frohes Jucken. Euer Lebertran. Danke. Was ist das? Es wird wieder schlimmer. Das halte ich nicht aus. Aha. Verfluchter Sumpf. Schlüssel. Zu riskant. Okay, da müssen wir ihn irgendwie ablenken. Also, tja, irgendwann müssen wir mit den Zeugen noch das Fenster raus, hat das Gefühl. Ach, unser Messer wird uns abgenommen. Können wir damit den vernichten. irgendwas? Messer bedeutet Meuchler oder Mord. Viel besser. Die Gräten stinken auch nicht so erbärmlich. Die Fischgräten können wir was. Warte, können wir vielleicht die Fischgräten als Schlüssel benutzen, aber wozu? Könnten es zumindest versuchen. Fischgräten als Schlüssel Die zum. Gräte sieht aus wie Harms Schlüssel, aber sie ist kein Schlüssel. Kann man daraus Schlüssel schnitzen? Tja. Tja. Das Rettungsboot jetzt unten ist. Maybe können wir jetzt. Warum bestimmt oben irgendwas zum. Okay, wo ist denn Nuri? Wir können das Boot ja hoch und runter fahren. Das ist ja die Idee. Ich kann Nuri dann Sag von hinten mal. irgendwas. Reparieren, keine Ahnung. Geh doch mal in das Beiboot am großen Schiff. Willst du mit mir schaukeln? Nein, ich will nur, dass du dich ins Beiboot Ja, setzt. mit. Ich krieg dich doch noch zum Schaukeln. Schlimm, dass wir immer nicht mitkommen. Können wir nicht einfach gleich mitkommen? Mal
du spielst Tales Spire. Interessant. Oh, okay, jetzt ist ein Beiboot. Sag mal, Nori. Nee, bleib mal da drin. Vielleicht können wir das da oben noch für irgendwas gebrauchen. Sie wollte ja schaukeln, dann können wir sie hochheben. Hochhieven. Hier hoch. So, jetzt haben wir sie hier auf der Höhe. Warum ist Nori? Dann könnte sie. Okay, ich glaube, wir müssen die noch ein bisschen runterkurbeln. Damit sie dann durch das Fenster irgendwie oder. Weil warum soll es uns eine Mittelstufe geben? Ne, wir können sie immer noch nicht einsetzen. Hier ist ein Kissen. Können wir die. Tja. Also. Ich könnte mir einen Fisch geben oder so. Warte hier. Müssen sie noch runterkurbeln. Genug geschaukelt. Nori vielleicht was mit dem Fisch anfangen. Ne, wenn nicht, machen wir den nicht, aber. Wir stehlen uns ein Boot und lassen und hoffen, dass der Seher uns nicht findet. Lieber nicht. Die Kette also vielleicht. Gut. Während ich Harm ablenke, angelt Nori mit dem Anker durch das Fenster nach dem Schlüssel. Aber was, wenn er den Diebstahl bemerkt, bevor ich das Prisma habe? Dann brauchen wir eine Schlüsselattrappe. Wir stehlen uns ein und hoffen, dass der Seher uns nicht findet. Schlüsselattrappe. Ich brauche eine Kette dazu. So schwer kann bestimmt leichter als Vogel. Ja. Viel besser. Die Gräten stinken. Nur eigentlich ganz simpel. Mini-Anker mit Fischgräte. Was soll das? Du musst mir helfen. Siehst du das Loch dort im Fenster? Ich mache es heil. Nein, nimm diesen Anker. In der Mitte ist ein Schlüssel. Er sieht aus wie diese Gräte. Du musst jetzt haben wir eine Attrappe sozusagen. Danach angeln. Und dann ersetzt du den Schlüssel durch die Fischgräte. Währenddessen lenke ich den Kaufmann ab. Schaffst du das? Selbstverständlich. Ich bin eine Fee. Da war vorhin ein Anker dran. Denn wenn etwas schief geht, bin ich tot. So, direkt hinein. Also wir sollten sie erst mal hochkurbeln. Das müsste reichen. Ehrenwerter Harm? Ja? Darf ich euch eine Frage stellen, ehrenwerter Kaufmann? Wenn es denn sein muss. Woher habt ihr all diese sonderbaren Schätze? Kunkom, Talusa, Mengbilla, Al-Anfa. Ich war ein Weltreisender, bevor mein Leiden mich an diesen unwürdigen Schwefelsumpf gekettet hat. Wart ihr ein Pirat? Ich war ein guter Mensch,
Aber jetzt ist nur noch die Angst vor dem Tod. Sehr durchklappt. Noch etwas? Ja, sie muss das noch austauschen. Ja, was ist das für ein Leiden, das ihr habt? Ich sterbe. Die Quacksalber sagen es mir nicht. Verkaufen mir Kuren, die einer Katze das Fell abfaulen lassen. Aber mir machen sie nichts vor. Du hörst den Tod, wenn er naht. Mit dem ehrbaren Effendi Harm geht es zu Ende. War es das jetzt? Eine letzte Frage noch. Habt ihr Menander Goswin getötet? Nicht eigenhändig. Was? Du hast ihn gekannt? War er etwa dein Vater? Ist das ein Rachefeldzug? Nein. Der Alte war ein Säufer. Er wurde zu einer Gefahr für unsere Queste. Boron weiß, er hätte auch sonst kein Jahr mehr durchgehalten. Und jetzt lass mich in Ruhe. So, schön, jetzt können wir... Irgendwelche sind diese Symbole, das Schweben laut Gott. Das müssen wir noch eigentlich... Achso, den Schlüssel hat sie. Sehr schön, müssen wir hier nochmal raus. Und dann nochmal rein. Sie nochmal runterkurbeln. Runter mit dir. So, wir brauchen mal die Kette. Sag mal, Nuri. Und? Hast du den Schlüssel? Ja, hier ist er. Was hast du jetzt vor? Irgendwie muss ich mit dem Schlüssel an dem Glatzkopf vorbeikommen. Nimm ihn doch einfach in den Mund. Was? Versteck den Schlüssel unter der Zunge. Da guckt doch keiner nach. Warum eigentlich nicht? Na dann. Gleich zurück.